Hier spricht wieder Ostron, ihr seid zurück zu einer weiteren Folge Grandia 2 und wir sollen uns in der... Wo sollen wir uns treffen? Genau, in der Town Hall, also im Rathaus, um mal ein bisschen über die letzte Nacht zu philosophieren. Dafür müssen wir da kurz hinfinden, ich wollte aber zuallererst speichern und vor allen Dingen heilen, weil ich mir nicht sicher bin, ob erstens der Rohan wieder überhaupt lebt. Ja, tut er, ein Glück. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob jetzt direkt wieder irgendwas kommt, wo ich kämpfen muss oder so. Und es wäre blöd, zwei Kämpfe zu verlieren. Hintereinander. Im Hintergrund habe ich natürlich ein bisschen daran gearbeitet, dass hier unsere Fähigkeiten das Maximum erreichen. Town Hall. Genau, da müssen wir hin. Mal schauen, was die gute Celine zu sagen hat. Oder ob wir jetzt einfach die ganze Stadt niederfackeln. Wie dem auch sei. Mir wäre es relativ egal. Ist ja nicht meine, ist ja nicht mein Dorf, ne? So sagt man das ja. Mal schauen. Das sieht nicht so aus, als ob dir irgendwie was zu klären ist. Und als ob sich jemand noch anderes hier treffen will. Didn't take him long to round up the city. How awful. Such a pitiful sign. We must attend to the purification immediately. Yeah. We will find the bedeviled one without delay. You're sniffing up the wrong leg, princess. We saw the darkness last night. Flying eyeballs, they should be dealt with first. Flying eyeballs, you say? How droll. Yet the things you saw may indeed have been servants of Velma. Yes, and we must search them out. However, they are merely servants. I doubt Velma would appear in such a form or fashion, hmm? Chasing after such whimsical beasts would not solve our problem. Velma sizes upon the darkness in the heart, not the eye. Are you even listening to a thing we say, or are you too eager to purify the entire town? What the hell is wrong with you? I beg of you, High Priestess, save these villagers. Oh yes, they shall be saved. You see, there is one with a corrupt soul who has brought disaster to this village. What would happen if we were to permit Velma to roam freely about the land? Could you imagine this, Elena? Yes. Well then, I shall have the cooperation of everyone in the village. I shall discover the identity of the treacherous one. Then we need to purify the entire village. Selbst wenn wir den Schuldigen finden, werden wir trotzdem alles verbrennen. Yippie! Ryudo, we cannot let her proceed. You know how this will end. I know, but we have to find out who or what is controlling these eyeballs. I mean, that's just sick, to make people relieve their worst memories. But where do you think those eyeballs come from? I advise a deeper hunt into the fissure. It could be our quarry waits there. Then there is where we resume our pursuit. Also wieder zurück in diese komische, Spalte. Um weiter nach Hinweisen zu suchen, was hier die Dorfbewohner heimsucht. Und währenddessen sich Celine schon mal darauf vorbereitet, hier das halbe Dorf in Flammen zu stecken und einfach alles und jeden hier drin zu verbrennen. Ich meine, das ist auch, ne? Ihr wisst schon, das ist sinnvoll. Miss? Hello, little Ira. Did you come to see me? Did you want to play? What do you mean? Let's go to a fun place. To a place where there's no suffering and no pain. No bad memories. Ira, should you be out? Will your mother not worry? Oh, it's fine. We're going to a happy place after all.
Happy Place, huh? That Ira, there is something a little odd about her. I wonder what is she, what it was she meant. One way to find out, let's follow her. Ach, mein Englisch ist heute auf dem Höhepunkt angekommen. Meine Güte. Oh mein Gott. Ich finde, so geht's auf jeden Fall schneller, als wenn ich mir irgendwas aus den Fingern sauge, was ich irgendwie jetzt da rein interpretieren soll. Und ich meine, dass wir jetzt ihr folgen sollen, ist, denke ich mal, und dass es ein bisschen seltsam ist, wie sie sich benimmt, muss ich wahrscheinlich nicht übersetzen. So kommt man, denke ich mal, auch ganz gut mit der Story klar. Wenn ihr immer noch Fragen habt oder euch das zu schwierig ist oder ich zu wenig zur Story erzähle, dann gibt es nur einen Weg, mich aufzuhalten, nämlich ihr müsst mir davon berichten. Hallo, Ira. My mother had a hard time because of me. She would buy medicine and look for herbs, working from dawn till dusk. It's all my fault, but my mother's praying healed me. Oder auch nicht. Disappearing! Wow, einfach verschwinden, das ist der Weg. Ira? Ach, das ist ein Loch, okay, wollte schon sagen. Irgendwas hier faul. Jetzt sind wir wieder da. Und das ist doch, where are we? I cannot believe this. Ja, wir sind direkt wieder am Ziel. Und hier ist gar nichts lustig und schön und toll. Hier ist Monster am Werke. I don't think people should fight. Everyone just suffers. We can learn to like each other. Why do they always blame other people? Nobody wants to be hated. I make it so somebody can get along. I wanna help everyone. So Ira, you... It is a really nice place. I gonna have everyone come to the Garden of Dreams. No one will fight. Everyone will live together peacefully. They'll forget all the bad things. Come on. Let's all go into the dream. Bitte nicht. Das war ein Trick. Wir wurden einfach nur verarscht von dem bösen Velma-Scheiß. Und wir sind wieder mitten im Wald. Sehr gut. Irgendwo ist Ryudo vor allen Dingen. When I was cured, I was so happy, but I was also sad, cause I could see things I couldn't before. My mother also wanted to get along with the villagers, but everyone lies and hates each other. They keep blaming others for bad things. Everyone suffered in their heart. I want everyone to come here and get along. This is a garden of happiness. Everyone who comes here is happy. They forget the bad memories and suffering. The people all become fairies and they live happily here. Look, see how many fairies they are now. Isn't everyone happy? Nicht so ganz. Stop it. Why? You are not doing anything wrong, but... doch, du tust alles falsch, but... I just want to make everyone happy. Da ist doch das Auge, mit dem du sehen kannst. That eye. This is the eye that Granus gave me. It's how I can see everything. No, stop it. Do not make them suffer anymore. Suffer? I don't make anyone suffer. Anyone here is happy. There's no sadness here. Outside, everyone lies and they suffer. They pretend to be nice, but they act mean. The only one I trust is Mother. Yeah, okay. Huh? Why are you doing this? Why are all of you coming after me? Isn't this the eye of Granis? Well, isn't it? Aren't you the same as me, Miss Millennia? Miss Elena, Entschuldigung, ich bin schon mittendrin. Oder hab ich doch Millennia gesagt? Who knows? No, no! Aha! Du bist kein nettes Kind, ich wusste es. Ira? Mother! Wait. Gut, dass die einfach immer verschwinden kann. Und dass wir jetzt in diesen Drecksgarten festhängen. Something might be going down at the village. We got to go back.
We gotta go back. Entschuldigung. Okay, also wir sind jetzt wieder hier im Garten der Träume und ich glaube, da gibt es nur einen Ausweg und zwar den, aus dem wir letztes Mal schon gegangen sind. Und wir landen dann auf einmal wieder mitten im Wald. Und ja, das Kind denkt einfach, dass alles und jeder irgendwie, wie soll ich das sagen, leidet. Und dass nur sie die dadurch retten kann, dass sie alle halt in diesen tiefen Schlaf fallen und dann an nichts Böses mehr denken müssen, weil die alle sozusagen in so einer Art Koma sind. Und ihre Seelen sozusagen isst oder gefangen hält. Und das ist natürlich viel besser einfach als alles, was man je gesehen hat. Muss man ja mal sagen. Achso, deswegen schreit die sind hinter ihr her. I don't know anything. My daughter was miraculously cured by the power of Grannis. I prayed and prayed for her. Leave her out of this. The blessings of Grannis are not to be bestowed on the likes of you. Where is your daughter? Speak truly, for the both of you are safely minions. For the both of you are surely minions of Velma. No, not that. No, that cannot be. Well, well, that shall we do. What shall we do with a mother and child who conspire with the power of darkness? Burn them up! Burn them with fire! Nein, okay, das will man natürlich nicht hören. Will you people side with darkness? No, what if you heed the words of the witch? You must be prepared for the consequences. Ach ja, weil wir. Ach ja, genau. Da war ja was. You devil! No, you evil witch! Just what are you truly trying? What are you trying to do? Release the curse of the village quickly! What is a grudge you bear? Entschuldigung. What is it we have done? My daughter and I have done nothing. Release me. Verzeihung nochmal. Ah! Mother! Ach, jetzt hat sie das Auge. Das ist natürlich ganz schlecht. Leave my mother alone. Why can't we all be happy? If you do mean things, everyone suffers. That evil eye. I see we have discovered the power of Velma. Ja, das wussten wir auch vorher schon. Gut, dass wir das nochmal besprochen haben. Wir sollten da so schnell wie möglich hinlaufen. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht sofort da erscheinen. Ach so, weil die gar nicht da ist. Who's that? Ich denke, das ist die Mutter von Ira, aber frag mich nicht, wer das ist. What the hell is happening here? You can no longer escape. Ira? You take care of her. Okay. Dann gehen wir mal gucken, was los ist. Auf der anderen Seite werden die natürlich das Kind irgendwie... Muss ja. What the hell are you doing? How many of you does it take to handle a single girl? Leave her be. Do not interfere with my task. Or are you too in collusion with darkness? This girl doesn't even know what's happening. Look at her. A servant of light should be extending a hand of redemption, not raising an iron fist. Don't be a fool, boy. We merely follow the will of Grannis to cleanse the world of darkness, Elena. Huh? Come, bring the girl to me. Da kannst du nicht kooperieren, Elena, das geht nicht. Please, High Priestess Lean, there must be some other way we can save her. There must be... Impossible. There is no salvation for one possessed by Velma. I cannot believe a sister of the church would try to protect one who has endured the light and embarrassed the darkness. Ja, andersrum, oder? I don't listen to her. Damn it, Elena. You're better than that. There's no wrong in protecting the helpless. And if Grannis has a problem with that, you can tell heaven that your god will find no protection from me. Geile Sprüche auf jeden Fall.
Wenn ein Gott denkt, er kann hier alles töten und umbringen, dann sollte er gewarnt sein. Ich werde ihn irgendwo finden und dann werde ich ihn fertig machen. Ryudo? And what about you people? Is this child a sinner? Both mother and child have lived among you. Do you truly wish to damn them both? Ah, da schämen sie sich wieder. Mother! Marek hat seine super Heilfähigkeiten benutzt. Ah, Ira, but that I... You are... a monster? You called me a monster? Even my own mother? Das war dumm. Das war richtig dumm von ihr. Ira, please be calm. Your mother is just a little shocked. Am I a monster? No! Let go of me! Leave me alone, all of you! Leave me alone! Das hast du ja toll hingekriegt. Das eigene Kind als Monster zu beschimpfen, hilft eigentlich niemanden. What has happened? Egal, was los ist. Genau wie Kinder schlagen, dann bringt auch nichts. You, if you had not interfered, darkness would not still pledge the land. This is on your head. Oh oh. Separate and search the area. Do not let the demon child escape. Puh, zum Glück sind die nicht hinter uns her. Das wäre jetzt sehr dumm gelaufen. Denke ich mal. Ryudo, I believe I shall not forget what you have done here today. Ja, besser vergiss das nicht. Ich habe ein Kind gerettet. Kann ja nicht so schlimm sein. Auch wenn er noch von der Dunkelheit besessen ist. Hey Elena, snap out of it, yeah. Ich glaube, Elena hat sich verabschiedet. Oh, Dart. Ouch, ouch, ouch. That eyeball really let me have it. Oh, what have I done to Ira? Huh? It is my fault. Everything is my fault. What's the matter? I thought something was wrong when she said she took Nicholas to the Garden of Dreams. It was there she discovered the ability to know what others were thinking and feeling. But not only is she able to do this, she can also see what others are doing and where they are. Even I grew afraid. I pitied Ira. I wanted to do something for her. But how could I have known Velma was listening to my prayers? Oh, where did I go wrong? You have done no wrong. Any parent would have done the same. There is no fault in carrying your own. In caring for your own, it is Velma who bears the owns of these events. Sehe ich auch so. Please kill her. What? What the fuck? Are you nuts? Ja, das ist echt die Frage. She is beyond hope already. So please kill her before she comes, as it causes anyone more grief. Don't be a fool. We weren't protecting her before, just so we could kill her now. Do what you will, but I'm not planning on giving up anyone anytime soon. I'll find a way to save her, with you or without. I know. How about we rip that eye right out of her? Sound good? Millennia, are you sure you can remove the eye of Velma from her? Sure, I can. Of course, Ira's soul will shatter and fade, so it goes. Melania. Ja, klar. Damn it. There must be another way. I am completely to blame for her suffering. If there is no way to save her, then please put her out of her misery. Yeah,
Yeah. That sounds lovely. You heard it, lady. Let's just finish this up and move on. You, I don't want to hear it. Of course, what should I expect from Velma? Obviously, not a concern for human lives. Oder human life in dem Fall. What? But this doesn't concern us, Ryudo. No one who should be something is that girl's mother, right? No one who should do something is the girl's mother, right? And she's given up. End of story. Look, I don't blame you, Ryudo. It's perfectly natural for people to want to run from reality. They just can't face life. But we don't have the time to run along after you. Stop chasing after your silly nonsense. There's no other way to do this. Shut the hell up! That little girl is suffering right now, scared and alone. You ever suffered alone, Millennia? All she ever wanted was to bring a little happiness into the world. Is this what she deserves? You're her mother, but you want me to put her out of her misery? Ma'am, we do what that to our pets, not our children. She wanted everyone to be happy. What the hell is wrong with that? Schon wahr, aber was wollen wir dagegen tun, ne? Look, it started. She is suffering. Damn it. We'll waste enough time. We've wasted enough time. We've got to find her before Celine does. Let's try that garden. Ich bin voll für Speichern vorher und dafür, um die Folge zu beenden. Ich hoffe, euch hat mein kleines Gesangsstimmchen und meine kleine Interpretation der ganzen Sache gefallen. Also es geht hier darum, ne? Das kleine, die Kleine sollte umgebracht werden, halt von der Celine. Wir haben uns dagegen gewehrt. Daraufhin hat die Mutter sie als Monster beschimpft. Dadurch ist Ira ein klein wenig sauer geworden und ist jetzt verschwunden. Und die Mutter hat komplett aufgegeben und will, gibt sich die Schuld dafür, dass sie halt gebetet hat und Velma das ausgenutzt hat, ihre Schwäche, und hat ihr halt dieses Auge da gegeben. Aufgrund dessen ist sie halt so geworden, und wir sollten die jetzt ihrer Meinung nach töten. Das wollen wir natürlich nicht tun. Also wir versuchen es zumindest nicht zu tun, weil natürlich ist es nur ein kleines Mädchen und das will aber eigentlich nichts mehr, als dass die Leute aufhören, sich gegenseitig irgendwie weh zu tun, überhaupt Schmerzen zu haben. Das Ganze aber in der nächsten Folge. Jetzt erstmal ein kleines Päuschen für mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.